Willkommen zurück im Schneesturm beim Einsatzkommando OW. Wir haben zwar zwei Wunden, aber die jucken uns überhaupt nicht, weil wir einfach nur Gott sind. Und jetzt pennst du erstmal. Vielleicht ist der Schneesturm dann auch vorbei. Gucken wir mal. Und dann tun wir zusammen schön eine rauchen. Nee, der bleibt. Richtig hart. Komm, ey, gut, wir rauchen jetzt eine zusammen. Ja. Eine rauchen. Na. Schon wieder so eine kleine Fliege. Warte. Dann trinken wir noch was. Ich sehe wieder gar nichts. Hä, jetzt ist Nacht 4.10 Uhr. Es wird gleich wieder heller. Wo ist denn die Küche? Bin gerade blind. Ach komm, wir gehen ins nächste Haus. Ist egal. Mann, hier ist so eine ganz, ganz kleine Fliege. Die nervt. Schlampen. Gibt's hier Licht? Hier. Aha, hier unten ist noch einer drin. So. Komm mal her, du alte Mutti. Oh, die war reich, die alte. Wie viel Minusgrade sind es denn jetzt eigentlich noch? Minus. Minus 36 und dazu der Wind und der Schnee. Alter. Ist das ein bisschen hart. Strümpfe haben wir an. Schon wieder Antibiotika. Na. Gute. Ein Buch! Ein Zugbuch! Ich hör dich schon quietschen, mein Freund. Komm her! Du Arsch. Badetuch und Laken nehmen wir mit. Gabel zum Kochen. Warte. Dose Thunfisch. Oh. Bester Mann. Hier oben ist doch was drauf. Was ist denn das? Radio. Batterie. Dankeschön. Das Radio zerlegen. Obwohl. Nee, das zerlegen wir nicht. Nachher nimmt er das mit. Die Chance besteht ja. So, der Basie. Immer noch so gut wie halb voll. Draußen ist noch mein Auto. Jetzt weiß ich nämlich schon nicht, für was und wo mir... Licht bitte an. Für was und wo wir... Licht bitte aus. Also Taschenlampe aus. Wir den Autoschlüssel gefunden haben. Weil ich war ja dann so durcheinander durch die Horde. Die wir hier getriggert haben durch den Alarm. Schmerzpillen. Antidepressiva, Schmerzpillen und Vitamine. Vitamine kannst du gleich mal eine nehmen. So, dass du nicht so schnell müde wirst. Dann
dann nimmst du das noch mit. Okay. Basie ran. Bitte Waffen und Munition. Eine E-Gitarre. Noch ein Kuschelkissen. Netzstrom. Jetzt. Oh, ich krieg diese. Das ist so eine ganz, ganz kleine Fliege. Vielleicht hätte ich doch heute Nacht nicht so viele Fenster offen lassen sollen. Ein Wecker. Das teste ich jetzt dann demnächst auch mal. Den nehme ich mit. Ob man damit Zombies auch ablenken kann. Der macht ja laut. So. Das Videospiel haben wir auch zerlegt. Halt. Oh, weh, mach nicht so schnell. Ja. Und raus in den Schneesturm. Moment, wir haken mal noch ab. Was haben wir denn jetzt gemacht? Das, das, das. Die haben wir nicht gemacht, ne? Dann mache ich die zuerst. Gucken wir uns noch die Garage an. Nee. Lichtschalter. Ein Hammer. Metallstange. Ja, wir brauchen Waffen. Also es geht, der erfriert nicht gleich. Metallplatte. Eine Plane, ich nehme es mal mit. Eine leere Flasche, Metallschrott. Okay. Ich wollte es gerade noch sagen, verklick dich nicht. Das ist doch eine Hurenscheiße hier. Mann! Bitter eine Risswunde an der Hand. Ist mal einer abgeheilt von der fetten Mutti. Ja, danke. Oh. Die ist auch abgeheilt. Du kennst mich mal, du Scheißspiel. Kakerlake. Stöpfe ich gleich ins Maul hier. Mein Guter, wir müssen was essen. Wir müssen schnell was essen. Komm, iss mal einen ganzen Kohlkopf. Brot in Scheiben schneiden. Mache Sandwich aus Erdnussbutter. Ja, frisches Erdnussbutter-Sandwich. Geht sogar die Unglücklichkeit runter. Weitere Zutaten. Nee, das machen wir. Komm, ich teste es jetzt. Was haben wir? Erdnussbutter. Machen wir Marmelade noch mit dran. Dann macht das auch mehr Essen und mehr Unglücklichkeit runter. Guck dir das an. Okay. Wieder was gelernt.
So, mein Guter, du trinkst noch ein Schluck. Und jetzt müssen wir gucken, was wir hier noch abhaken. Okay. Dann haken wir das jetzt gleich mit ab. Keine Spuren. Achso, die Sirenen habe ich auch ausgestellt, weil die auch ständig dich am Schlafen hindern. Gefrorenes Gemüse. Füllt gleich mal die leere Flasche. Okay. Suchmodus. Der alte Willi. Für wo haben wir diesen Schlüssel gefunden? Ich brauche meine Koche. Wir gehen noch hoch und dann gucken wir, welche Koche das war. Weil wir wollen ja schließlich irgendwann zur Mall hinlaufen, möchte ich da nicht. Das ist, selbst das ist eine ganz schöne Ecke. Okay. Nix. Jetzt Waffen wieder. Nee, diesmal nicht. Vorhänge entfernen. Ich muss echt ein bisschen vorsichtiger klicken. Das ist ja... klicken. Oh, nee! Mach doch nicht wieder so einen Scheiß, nachher kletterst du noch durch. Fenster schließen. Die Vorhänge mitnehmen. Okay. Das habe ich mir so sehr von meinem Schatz angewöhnt. Das OT statt okay. Oh, dann ist es nun mal so. Hier ist doch nicht. Okay. Dann suchen wir jetzt, welche Karre das war. Wir haben doch einen Autoschlüssel gefunden, gell? Warte. Ja. Chevalier Kerise Waggon. Was weiß ich, wie man das ausspricht. Warte. Der hier? Das ist doch nicht hier einer. Steht kein Auto rum. Ja, also der Sound von den Rolltüren, sag ich mal, oder von den Garagentüren, die klingt jetzt wie eine normale Tür. Das finde ich sehr schade.
Achtung. Das ist doch lächerlich. Komm, Elfriede. Da kommt noch einer von draußen. Ich mach dich kaputt. Hier ist nämlich Schluss, Leute. Dieser Schneesturm ist euer Untergang. Wir wechseln jetzt auch die Jacke. Die hat ja ein Loch. Wie ist denn das? Sind die anderen alle ganz? Die haben auch ein Loch. Aber noch die Stütze ja ab. Alles gut. Tote Maus. Jetzt haben wir gewonnen. Kugelschreiber. Silberkreolen. Warte. Gut. Mach mal Licht an, mein Guter. Zack. Ey, der Schneesturm, ist das geil. Hier ist noch einer. Irgendwo. Was ist denn das? Cologne? Das ist so Rasierwasser, hä? Aha. Stofffetzen. Na gut, wir nehmen sie mit. Hefe? Braucht man zum Backen? Teetasse, wenn wir uns einen Tee dann kochen. Sehr gut. Ja! Autoschlüssel. Warte. Läuft doch. Alle Stofffetzen reinigen. Dann markiere ich uns jetzt das Auto. Yes! Ist sogar betankt. Da ist das sogar betankt. Da haben wir doch gewonnen. Hallo. Ich komme rein. Krawatte. Wanderrucksack. Okay. Stift. Ich hake das schon mal ab, das Gebäude. Hier sind wir ja jetzt durch quasi. Also ich fahre jetzt hier nicht jeden Meter mit dem Auto. Ich markiere mir das jetzt. So, ne? Hier haken wir noch ab. Das nehmen wir wirklich nur für weite Strecken. Okay, irgendwo quietscht ja noch einer. Ne? Haarfärbung? Erdbeerblond. Was ist denn bitte Erdbeerblond? Entweder ist es Erdbeerfarben, das wäre rot, rötlich. Oder es ist blond. Also so ein Quatsch. Mein Guter, du musst was essen. Damit du hier nicht durch die Müdigkeit machst du schon weniger Schaden.
Ene, gell? Ene. Getan haben wir noch. Wir haben alles. Ich will die Ratte essen. Nee, komm, wir machen uns noch ein Sandwich. Fruchtmarmelade. Essen, alles. Ja, wie lange hält das hier? Da habe ich ja zweimal Marmelade verwendet. Wo ist denn das? Alle. Ne, hier. Hält das für immer? Ich dachte, da zeigt es dann auch so an. Hier ist er. Der alte Kunibert ist nicht mehr. So, jetzt finden wir was. Pass auf. Zwei Zeitschriften. Okay. Hier nochmal Schraubdeckel, Einmachglas. Das probiere ich dann mal, wie das funktioniert. Gut. Letzter Raum. Mach mal Licht, mein Guter. Okay. Willst du hier gleich nochmal pennen? Schlafen. Mein Guter. Jetzt rauchen wir wieder zusammen eine. Ist schon wieder da, das Symbol. Jetzt pennt er. Jetzt ist kein Sturm mehr. Jetzt rieselt nur noch leise der Schnee. Ei, war das krass mit dem Schneesturm? Ich feiere das schon ein bisschen, gell? Okay. Es sind trotzdem minus 31 Grad immer noch, gell? Oh, hier sind schöne Regale drin. Na komm. Da drinnen darfst du dann noch eine rauchen. Ah, jetzt müssen wir es wieder einschlagen. Licht an. Naja, also für die Taschenlampe, gell? Autobatterie. Schraubenschlüssel? Schlosshammer. Ich glaube, die Batterie kann ja auch sehr schnell leer gehen. Dann nehmen wir das jetzt mal mit. Mein Guter, Licht aus. Wir gehen mal irgendwo hin, wo Licht ist. Dein Überzeugungsgerät ran, bei sie. Oh, das müssen wir aufklopfen. Jetzt ist der Nebel auch erstmal weg. Das müssen wir mal aufklopfen. Oh, war ich wieder erschrocken. Also wenn, dann gehe ich hier rein. Barrikade entfernen. Okay. Basie wieder ausrüsten. Ja, wir haben sie schon alle getriggert. War das sein Zwillingsbruder irgendwie? Wo klopfen die denn? Oben, ne? Mach mal bitte Licht weg, oder? Spiegel nehme ich mit. Jetzt guck ich erstmal, wo die sind. Ja.
Boah. In der Toilette bunkern die ihr Fressen? Na ja, gut. Ist ja verpackt, gell? Und der Schrank vielleicht auch sauber, aber. Ananas und Dosenfruchtcocktail. Gönn dir, mein Guter. Wenn wir jetzt noch einen Dosenöffner finden, dann haben wir ja eigentlich hier schon ausgesorgt, soweit, ne? Wir haben richtig viele Konserven schon. Hier ist noch einer. Hallo! Das hast du dir so gedacht, gell? Zigaretten. Jawohl. Mein Guter, jetzt rauch mal auch eine. Ich hab's dir versprochen. Gell? Komm, nimm die Glühbirne mit. Ausschalten. Ey, warte mal, was ist denn, wenn ich nur das Licht anmache? Mach mal nur das an. So, mach's das mal aus. Das ist so eine rötliche Glühbirne, ne? Kann das sein? Wollen wir mal gucken. Dass ich das auch mal weiß. Müsste, gell? Warte. Gut, wir haben nie eine Glühbirne gefunden. Nie. Wir haben bloß nicht vorhin schon eine gehabt. Du Blödmann. Abgenutzt. Na, die können wir weg. Lila. Nee, das ist nur normale. Das war aber so rötlich, das Licht. Ich bin doch nicht doof. Naja, gut. Ich dachte, das sieht man an den Farben dann. Ey, dass du nie den zweiten Schrank anklicken kannst. Nein, Holzsperre jetzt nicht, aber einen Schlagstock nehmen wir mit. Trink gleich noch was. Waschen alle Kleidung. Der hat schon wieder Hunger. Und dann darfst du wirklich innen rauchen, mein Guter. Ich verspreche dir das immer und du kriegst keine, du armer Mann. Okay. Jetzt habe ich mein Trinken drüben vergessen. Ah, verdammt, ist egal jetzt. Okay. Waschen du selber. Und dann gucken wir mal, was wir essen. Komm, wir machen uns noch so ein Sandwich. Solange wir wie immer das Brot haben. Mache Sandwich aus. Ich könnte mit der Marmelade noch dreimal machen. Bevor du das isst, gucken wir mal, ob die Marmelade dann vom Wert, also was es an der Nahrung erfüllt, weniger ist. Jetzt ist sie weg. Nee, hier. Ja. Oder? Ich mach mal nochmal. Zweimal Marmelade dran. Ja, es wird weniger. Jetzt sind es nur noch 18 Hunger. Es war 21 Grad. Ey, das haben die auch beachtet. Dann nimmt er halt ein bisschen raus, dann ist es natürlich weniger. Okay. Essen. Alles. Und jetzt kannst du eine rauchen, mein Guter. Komm. Komm, wir rauchen zusammen eine. Okay. Eine Ruhe, wenn der Schneesturm vorbei ist, gell? Okay, da haben wir doch schon mal Waffen alles gefunden, ne? Ja, solche Gebäude nie dran vorbeigehen. Immer nachgucken. Okay. Ne, diese zugenagelten hier. Das habe ich ja nur schon mitgekriegt. Ja verbarrikadiert, stimmt. Durchklettern. Dann haken wir das auch ab. Okay. Ja, warte mal. Komm, wir machen die zwei ja noch. Und dann fahren wir hier ein bisschen durch, bis zu diesem Gebiet, wo halt Läden und was weiß ich, was das alles in Lagerhallen, keine Ahnung, was das alles ist. Ja, wir brauchen Munition. Jetzt kommt der Nebel wieder. Habe ich ja so eingestellt.
weil ich das mag. Ein Vorteil hat es bei Schnee, du siehst genug. Ist ja in echt auch so. Wir gucken trotzdem Autos durch, auch in die Handschuhfächer. Ich klopfe die jetzt aber nicht alle auf. Wenn sie zu sind, sind sie zu. Nicht, dass ich ja übelst Alarme noch auslöse, das reicht jetzt mit Alarm. So, mein Guter. Natürlich ist ja zu. Jetzt ist es doch nicht mehr so kalt. Das war ja vorhin feuerrot hier oben, das Symbol. Jetzt, das müssen wir ausnutzen. Ich mach mal nicht so laut. Das kann auch Zombies anlocken. Das Live in Living. Also wenn ihr mal Programm läuft, gleich auf Live in Living, dann skillt ja manchmal was, wenn eine bestimmte Sendung kommt. Aber diesmal nicht. Okay. Ich sehe hier nichts. Mach mal Licht. Ah. Licht wieder aus. Hier liegt doch was. Schraubenzieher. Videospiele zerlegen. Elektroschrott. Bewegungsmelder brauche ich nicht. Ungekochte tote Maus. Mach noch mal Licht, mein Bruder. Ich sehe ja nichts. Zack. Licht wieder aus. Jetzt sind wir erstmal safe. Schraubdeckel. Die Tasse nehme ich mit. Seife. Das nehme ich alles mit. Ich nehme ja alles mit. Dose mit Bohnen. Bud Spencer wird es sich freuen. Der Gute. Okay. Wo ging es denn jetzt hier hoch? Warte mal. Hier. Mach mal Licht. Kurz gucken. Wir müssen ihn kurz triggern. Oh. Jetzt ist hier Ruhe, mein Freund. Gell? Einschalten. Schlaftabletten. Trink gleich was. Immer trinken. Immer trinken, mein Guter. Hilfe. Ich seh nix. Warte mal, den Schrank erkenne ich gerade hier. Lederhandschuhe anziehen. Gibt auch nochmal Verteidigung und endlich ein bisschen Schutz gegen die Kälte. Handschuhe will ich eh wieder sammeln, gell? Schicke Schuhe, naja. Wir looten die Welt. Wir looten alles. Ist das hier abgeheilt? Wir gucken mal. Ja, der heilt auch schneller ab. Ah, das hilft schon mit den Skills, ne? Wenn du das. Das ist ja kein Cheat, das Spiel lässt dich ja spielen, wie du willst. Und wenn du einstellen kannst in den Spieloptionen, 100 freie Eigenschaftspunkte, warum sollte ich das nicht nehmen? Wo ich so grottenschlecht in dem Spiel bin, teilweise immer noch. Warum sollte ich das nicht tun? Hat aufgehört zu schneien. Dafür ist unser geliebter Nebel zurück. Silent Hill. Licht. Das sind bloß ein paar Kartons. Mit nix, ne? Zelthering. Nehme ich mal mit. Man kann ja auch ein Zelt unterwegs aufbauen und dann drinnen schlafen.
dass sie die Geräusche geändert haben. Das klingt wie eine normale Tür. Vorher hat das richtig... Wisst ihr? Ich habe immer Angst vor den Alarm, gell? Licht an. Lass mich mal hier vorbei. Nix. Komm, wir gehen gleich durchs Fenster raus. Licht aus. Okay. Das ist draußen. Ungekochtes Huhn. Mein guter, tu es gleich anmachen. Gut, in der Zeit können wir looten. Die Aubergine kannst du essen. Das Hühnchen essen wir später. Schneidebrett. Brauche ich das? Ich nehme es mit. Wir können doch alles tragen. So. Backsoda. Ach so, auf die Böden wollte ich mal achten. Na, da kann ja was drin versteckt sein. Ist sofort fertig. Oh, ich habe wieder einen Bock auf das Spiel. Ja, Folgenlänge wie immer. Halbe Stunde bis Stunde. Wir machen hier oben noch das Gebäude, dann sind wir wieder bei 40 Minuten. Passt. Und zack. Haben wir jetzt schon 100 Zombies getötet? 104. Das kommt ihnen gar nicht so vor, dass du hier so viele abgeschlachtet hast schon wieder. Hallo? Und wir haben schon Pinzette. Vitamine. Sehr gut. Ey, wisst ihr, nimm gleich mal Vitamine, mein Guter. Ja, wenn man so viel lootet, muss man halt im Rucksack rumwühlen, bis man sein Zeug findet, gell? Tablette einnehmen. Okay. Büroklammern. Ich nehme die jetzt mal mit. Für irgendwas müssen sie doch gut sein. Und hier liegt noch ein roter Stift. Rot ist wichtig, wenn wir uns entweder verseuchte Gebiete, wo wir die Gasmaske brauchen, markieren. Oder wichtige Gebiete, die wir noch nicht betreten können. Oder ein Hordengebiet. Wieder ein Basie. Mit vollem Zustand. Und ein Waffenkoffer mit Munition drin. 308er, das sind die großen, oder? Wir brauchen jetzt nur noch eine Schroti. Mit ein bisschen Muni. Wir haben ja 24 Schuss für die Schrotflinte. Hier ist der Willi. Und der Willi ist nicht mehr. Zeitschrift. Komm, nimm noch eine Glühbirne mit. So. Wir sammeln hier alles. Wie wir lustig sind. Kinderzimmer. Aufsteckbare Fliege. Naja. Desinfektionsmittel, du Nase. Parfüm nehme ich mit. Ich nehme das alles mit Haarfärbung, Haarspray. Haarspray braucht man doch, glaube ich, naja, wird verwendet für improvisierte Fall. Ich nehme jetzt hier alles mit, was wir finden. Die Welt wird jetzt gelootet. Beta-Blocker, Haarfärbung schwarz. Trink gleich nochmal schön aus der Toilette. Dann machen wir hier oben noch das Gebäude. Und dann war das ja... Der Schneesturm ist vorbei.
Silber. Vorsicht, nicht zu sehr durchs Gestrüpp. Das kann Kleidung kaputt machen und sogar Wunden machen, wenn du Pech hast. Ja, es ist schon komplex, das Spiel. Okay. Gucken wir mal hier rein. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Taschenlampe? Ah, da hinten ist der Mutti. Komm her, du Schlampe. Ich zwick dich. Okay, wo ist der Lichtschalter? Hier vorne. Immer Batterien sparen. Warte mal, den Müll durchsuchen. Mäuse und Ratten nehmen wir auch mit. Kann man zu Kleinfleisch verarbeiten. Mit dem richtigen Messer. Nee, Batterie entfernen. Danke. Hier, immer auch gucken. In dem Rucksack ist zum Beispiel was drin. Alkoholtupfer. Ah, langsam bin ich nicht mehr der schlechteste Spieler der Welt. Jawohl, Schlaftabletten, Taschentuch nochmal, wenn wir erkältet sind. Zeitschrift. Es lohnt sich. Warte mal. Nee, das ist nichts. Ach, das wird hier ganz gemütlich. Wir looten die Welt. Und dann haben wir ein Hordengebäude irgendwann wieder. Dann geht die Scheiße wieder los. Okay. Die Küche noch? Bräter? Brauchen wir irgendwie zum Kochen? Ja, mein Guter, ich weiß, du bist sehr müde. Das geht jetzt sofort los. Ja, du isst jetzt das ganze Filet. Und dann kannst du hier in dem Haus gleich schlafen. Gell? Ah, Topf. Mit Wasser. Komm, dann machen wir gleich nochmal abkochen. Wenn es einmal so rumsteht. Und dann darfst du schlafen. Desinfizieren 20 Stück. Uff. Oder wollen wir die zwei kleinen Gebäude hier unten noch machen? Komm, die machen wir noch. Was sagt eine Zeit? Ah, noch eine Folge schaffe ich nicht aufzunehmen. Schneller. Nimmst du doch einfach alle mit Ema. Und nicht jeden einzeln. Zweimal Antibiotika jetzt schon, ne? Und das alles auf ultra selten, außer Schusswaffen und Munition. Die haben wir auf sehr selten. Wahnsinn. 61 sterile Stofffetzen. Da fühle ich mich safe. So, Schlafzimmer. Nee, nicht... Du kannst unter Wanne schlafen, mein Guter, wenn du das willst. Alles gut. Wenn du das möchtest, darfst du das. Da bin ich in dir, das zu verbieten. Gut, bratz dich mal hier hin. Willst du jetzt wirklich schlafen? Nein, ich tue nur so. Okay. Die Zeit vergeht. Jetzt schneit es wieder heftig. Oh, und der Wind kommt wieder langsam. Es wird wieder stürmischer. Es ist bestimmt wieder übelst kalt jetzt. Nimm mal den Basie ran. Ach du Scheiße. Meine Schrotti! Ey,
Alfonso, du gibst mir gleich mal deine Schrotti, gell? Schnell, ist so kalt. Ja, Schrotflinte. Magnum. Noch eine kugelsichere Weste, noch ein Halfter. Goldener Ohrstecker. Komm, schlag's ein. Schmelzkäse. Kannst du gleich essen, mein Bruder. Nochmal ein Stieltopf. Gehen die eigentlich auch kaputt? Nee, ne? Also, wenn du damit kochst, mir nicht. Dose mit Erbsen. Ich muss sagen, ich streite mich jetzt nicht um eine Erbsensuppe, ne? Aber jetzt gerade hätte ich auch Appetit mal drauf. Überhaupt, wenn jetzt so diese Waffenkoffer mit dem Magazin, dann muss ich nicht diese Einzelschüsse machen, 9mm. In dieser kühlen Jahreszeit, die jetzt kommt, die dunkle, düstere, kalte Jahreszeit, die liebe ich aber alles. So schön gemütlich machen. Na? Bier, alles finden wir hier. Ja, das wird wieder gut, der Herbst und der Winter. Ich freue mich drauf. So richtig schön an deinen Rechner mit einem warmen Tee. Okay. Und ein bisschen daddeln. Die hat man alle, gell? Jawohl. Hallo, mach doch mal die Bude zu, Junge. Ey. Der blöde Bernd. Ich hab ihn geklopft. Hoodie. Anziehen, Kapuze aufsetzen. Komm, dann nehmen wir das. Dann nimmst du aber mal den Hut weg. Hast du. Gut. Also, wenn dir jetzt immer noch kalt ist, dann lache ich dich nur noch aus, mein Freund. Obwohl, wenn das minus 30 Grad sind, ja klar. Gut. Ich habe nichts gesagt, mein Guter. Es tut mir leid. Es fühlt sich mehr als 20 Grad kälter an, als es tatsächlich ist, durch den Wind und alles. Ja, klar, ne? Ich weiß noch, vor einigen Jahren hatten wir auch mal diese minus 20 oder 22 Grad. Wenn dann wirklich Wind ging, das ist so schon kalt, das war so böse. Da holst du dir ruckzuck Erfrierungen. Das ist schon krass. So. Jetzt hab ich das hier alles ab. Ja, hier waren wir natürlich. Komm, die zwei machen wir noch, dann ist es eine längere Folge. Komm, einmal noch raus in das scheiß Schmuddelwetter. Ist doch nichts, gell? Nee, nee. Nee, komm, raus.
nicht zumachen. Alter, ist das ein Wetter, gell? Aber krass. Komm, die schöne Ratte machen wir uns nach. Wieso kann ich denn die nicht mehr... Normalerweise einfach hier klicken und dann Kleintier schlachten. Du brauchst das Hackebeil dafür, ne? Glaube ich. Direkt schlachten halt. Mach mal an, die Mutti. So. Ich höre noch ein Quietschen irgendwo in der Ferne. Zahnpasta. Mmh, lecker. Hier liegt doch was. Dose mit Tomaten. Geschirrtuch. Ich nehme hier alles mit. Kann man alles irgendwann gebrauchen. Wir sind in dem Spiel einfach der größte Messi. Und guckt mal, ich alber auch gar nicht weiter rum. Keine Grimassen, kein Blödsinn, keine perverse Scheiße Quatsch da. Weil ich es einfach genieße jetzt. Kann man die spielen? Ich teste das jetzt. Komm, wir sammeln auch die Instrumente. Die machen zwar keinen Schaden. Mach mal kurz. Primär beidhändig ausrüsten. Kann man das spielen? Wo ist denn das? Das zählt ja primär nicht als Waffe. Wo ist denn das? Wo ist denn der Mutti? Ey, bitte Blatsch, wo hast denn das jetzt hin? Ich finde das doch nie. Wir müssen unseren ganzen Rucksack hier durchwühlen. Na gut, weil ich es ausgerüstet habe. Bin ich doof, gell? Ausziehen, ablegen. Wir sammeln auch die Instrumente, komm. Eine Violine. Die wirst du doch nie wiederfinden in der Apokalypse. Komm, das sammeln wir auch. Draußen ist er noch. Sprinten gelevelt. Du hörst ein Geräusch, gehst einfach raus. Bam! Zwei Zombies tot. Dann bist es einfach. Oh weh, nicht so die große Schnauze. Du heulst wieder rum, wenn du hier ein paar Wunden hast. Gell? Das geht schneller, wie du denkst. Schmerzpillen. CD. Oh, ich will das alles haben. Ey, Schmerzpillen haben wir jetzt schon drei Packen. Oder drei Blister. Ey, wenigstens was, gell? Auf die Mutti. Hallo. Noch eine Schroti. Hier ist Munition drin. Siehst du? Lieber geguckt, es sind zwei Waffenkoffer. Aufklicken, gucken, ob in eben was drin ist. Das zerlegen wir. Und Patronen für die Schroti. Zweimal Patronen sind es. Tatsache. Da haben wir doch jetzt über, da haben wir doch 72 Schuss. Aus Schachteln nehmen alles. Oder? Warte. Waffen sind hier unten. Wir haben zwei Schrotis.
beide im super Zustand soweit. Warte, Munition 72, ja? Wenn das immer. Tatsache. Ey, das ist schon ein bisschen was. Also, wir haben jetzt unseren Arschretter, die Schroti. Wenn hier uns so eine Horde richtig blöde kommt, zerficken wir die einfach. Indem wir großfressig wie so ein Rednecks mit der Schroti unser Land verteidigen. Wisst ihr? Richtig gut. Ein Schal. Anziehen. Zeig mal. Da hat ihn wirklich um. Und nochmal ein bisschen bis Verteidigung. Wie ist denn die Verteidigung am Hals? Wir haben ja auch den Hoodie an. Wo ist es denn? Schutz. Hals 10%. Aber auch nur gegen Kratzer. Gegen Bisse bist du die am Hals geschützt. Ich glaube, das ist nicht möglich in dem Spiel. Okay. Ey, wir sind bei 56 Minuten, gell? Ich will gerade nicht aufhören. Ja, aber es nützt nichts. Komm, OW. Du isst und trinkst jetzt hier noch was. Ich muss ja dann gleich los. Ich verwende die Waffen bis zum Schluss. Dann ist es halt mal ein bisschen risky, dass wir mal ein Biss abkriegen, weil die gerade in dem Moment kaputt geht. So, mein Guter, jetzt frisst die hier noch einmal Chips. Rauchen tun wir jetzt nicht, mein Guter. Ne? Wir haben jetzt nicht so viele. Gut. Abgehakt haben wir hier auch alles. Und zwar jetzt. Gut. Dann machen wir uns hier... Ne, ich zeige mal, ihr seht es ja nicht. Hier. Wir laufen jetzt hier rüber. Hier hoch. Richtung Auto. Und dann kann man nämlich sagen, jetzt kann man mit dem Auto hier so mal runterfahren. Und dann fangen wir hier an, den ganzen inneren Stadtteil zu looten. Okay, die Geschäfte, alles hier. Was das ist. Und dann, denke ich, sind wir ausgerüstet soweit. Und fahren dann hier los in die große Einkaufsmall von Dawn of the Dead. Oh, da geht's los. Da freue ich mich drauf. Gut. So wird der Plan. Wenn er gelingt. Ich sterbe ja hier so gerne schnell.